Hallo, willkommen bei So geht Spachteln. Ich bin Ari, ich zeige euch heute, welche Werkzeuge wir brauchen zum Spachteln. So, ich zeige euch jetzt die Grundausrüstung für das Spachteln. Zuerst brauchen wir einen Eimer zum Anrühren. Dann brauchen wir einen Gwirl, auch zum Anrühren. Handschuhe zum Arbeiten. Einen Farbroller, damit wir die Grundierung auftragen können. Eine Brille für die Decke, für Deckenspachtelung. Dann brauchen wir eine kleine Traufe, einen Spachtel dazu, damit wir die Fugen schließen können. Eine kleine Flächenspachtel, auch zum Auftragen und zum Finishen. Ein Zahnspachtel für das Gitter einzulegen. Dann brauchen wir einen Harnschleifer zum Schleifen mit einem 100er Papier. Für die Decke brauchen wir eine große Flächenspachtel plus Teleskop zum Abziehen. Und wenn wir die Spachtelmasse an der Decke aufrollen, brauchen wir den Roller, auch mit Stiel, zum Rollen. Das braucht man schon, weil das brauche ich zum Beispiel jetzt nur mal für das Auftragen, wenn ich die Fuge mache. Ist das mit dem zu machen? Kann das genauso mit dem spucken. Aber das Produkt ist, wenn ich händisch spachtel, zum Finishen perfekt. Da bringe ich mehr Kraft hin. Spachtel, okay, da kann man auch reden drüber, der eine arbeitet mit einem 60er, der andere mit einem 80er, der nächste mit einem 100er. Geschmackssache. Aber du brauchst immer ein Spachtel. Wirl brauche ich nicht einmal unbedingt, ich könnte das Ganze mit der Hand rühren. Geht genauso. Oder ein Fertigprodukt verwenden. Deckel auf, Deckel zu. Schnellste, was gibt. Ihr habt jetzt gesehen, welches Werkzeug ihr braucht zum Spachteln. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim Knauf Kundenservice. Die Nummer ist unten eingeblendet. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert ihr den Kanal.